Hallo, ist der Björn. Willkommen zum Video. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr einen tollen Spargelsalat für den Sommer macht, als passende Grillbeilage oder mal abends als leichten Snack mit schönen Feta drin, damit man noch eine Proteinquelle hat, dann schaut euch das Video an. Der Spargel wird nicht gekocht, sondern nur kurz blanchiert, das heißt in kochendes Wasser gegeben und danach in Eiswürfel und ist noch frisch und knackig. Und ich würde mal sagen, wir wollen nicht zu viel Zeit verstreichen lassen. Jetzt geht's los. Bis gleich. Hier haben wir schon die ganzen Zutaten. Das Wichtigste natürlich für einen Spargelsalat sind 500 Gramm frischer Spargel. Ich nehme dafür immer grünen Spargel. Dazu kommen wir dann gleich mehr. Der ist jetzt schon gewaschen. Wichtig für den Geschmack, ich habe eine rote Zwiebel dabei. Ich finde, die sind immer so ein bisschen süßer, passt einfach besser. Ich nehme immer von meinen Zitronen. Da presse ich dann immer eine halbe, aber meistens so eine ganze rein. Die ist auch schon ein bisschen älter, aber das ist nicht schlimm. Das waren alle meine Kirschtomaten oder Cherry-Tomaten, die ich noch gefunden habe. Die mache ich halt immer rein, wie ich sie da habe. Das sind jetzt 15 Stück für die ganz genauen. Hier ist Salz und Pfeffer. Davon nehme ich nicht alles, aber ich fand, das sah so toll aus. So fast hier wie Yin und Yang. 150 Gramm Schafskäse bzw. Feta. Ist eine schöne Proteinquelle, schmeckt auch gut im Salat. Und ja, gerade jetzt zum Sommer oder zum Frühling, wenn es mal wärmer wird, das Perfekte zum Ergänzen. Olivenöl darf natürlich nicht fehlen in der Soße. Das sind circa 2 bis 3 Esslöffel. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Jetzt müssen wir nicht erstmal den Spargel schälen. Dann ist das nächste, was wir brauchen, und zwar Eiswürfel. Denn der Spargel wird, er schlagt mich nicht, aber ich glaube, es heißt blanchiert. Der wird 3-4 Minuten auf höchster Stufe gekocht und dann in eiskaltes Wasser mit Eiswürfeln reingeschmissen. Das ist dann hier. Gut, und jetzt wollen wir mal anfangen. Es ist wirklich leicht und schnell zuzubereiten und deswegen wollen wir jetzt nicht so viel Zeit verlieren und legen los. So, es gibt jetzt eine wichtige Sache, und zwar schneidet man hier unten immer den Stiel ab. Und manche Leute, ich mache es nicht, die schälen dann noch immer das untere Drittel vom Spargel. Das ist eine Mordsarbeit. Und ich habe da noch nie irgendwie geschmeckt, dass es dann bitter oder sauer schmeckt. Also das obliegt ganz euch, ob ihr das schält oder nicht. Ich mache es nicht. Und in dem Rezept seht ihr auch nicht, dass ich es jetzt weitermache. Ja, das Wasser mit ein bisschen Salz versetzen. Und dann aufkochen lassen. Ich habe den Spargel hier schon in so einer Form zum Abgießen reingetan und fülle den gleich dazu. Das Eiswasser für danach wartet natürlich auch schon, dass wir es gleich schön abschrecken können. Jetzt heißt es 3 Minuten kochen, danach geht es 3 Minuten ins Eiswasser. Ja, den Spargel gießen wir jetzt ab. Die Schale mit dem Eiswasser wartet schon. Dann tauschen wir mal aus und gießen den Spargel hier rein und lassen das auch 3 Minuten abkühlen. Danach gießen wir es ab und währenddessen kümmern wir uns schon mal um den Rest, denn gerade zum Grillen oder so, da soll der Salat ja schnell fertig sein. Wir pressen jetzt schon mal die 2 Zitronen hier rein für den Saft. Kerne, wenn es geht, rausnehmen. So, die Kerne habe ich rausgetan. Bei der Zwiebel bin ich mal faul gewesen. Ich habe da so ein Ding. Damit kann man das schneiden, das geht ganz gut und da spare ich mir mal viel Zeit. Den Spargel, der war währenddessen natürlich auch schon fertig. Und den habe ich jetzt schon mal abgegossen, der liegt dann noch. Jetzt schneide ich die Cherry-Tomaten einfach in der Mitte so durch, dass sie halbiert sind. Und das kommt alles in den Salat mit rein, gerade zum Grillen, perfekt. Der Spargel ist da, schaut auf jeden Fall, dass ihr die Eiswürfel rausnimmt, sonst ist es ziemlich wässrig. Den Spargel dann einfach drauf geben. Oh, ich glaube, da ist noch bei mir sogar ein. Gut, schaut doch mal, wie schön das aussieht, oder? So, jetzt sind wir schon fast am Ende. Seht ihr mal, wie leicht das geht. Den Feta gibt es 2 Möglichkeiten. In kleine Würfelchen schneiden oder reinbröseln. Ich schneide es gerne in Würfelchen, dann ist es irgendwie handlicher. So, der Feta kommt noch drauf. Natürlich das Olivenöl. Das ergibt immer eine ganz gute Note zusammen mit dem Zitronensaft. Jetzt passt auf jeden Fall auf, ein bisschen Pfeffer. Wie gesagt, ich reibe den vorher, ich mache den vorher immer Mörser und ein bisschen Salz dazu geben. Manche geben noch Honig dazu, manche geben noch Mangos dazu. Probiert es einfach für euch, wie es am besten schmeckt. Ja, das ist so schön, das ist ja fast zu leicht, mag einer denken, aber gibt nichts Besseres beim Grillen. Oder allgemein im Sommer, wenn man mal abends was essen will. Und es gibt noch Spargel, das kommt natürlich dazu. So einen schönen frischen Salat, schaut euch das mal an. Da, wen haben wir da denn gefunden?
Und ich rede noch von den Eiswürfeln. Gut, dass wir es noch gefunden haben beim Durchrühren, sonst wäre es nachher ein bisschen wässrig gewesen. Wir sind fertig. Dazu kann man gerne das Joghurtbrot machen. Habe ich auch ein Rezept zu. Schmeckt super lecker, gerade wenn es noch leicht warm ist. Ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Reinschauen. Lasst euch den Salat schmecken. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr es auch mal nachgemacht habt oder ob ihr noch andere tolle Ideen habt. Bis zum nächsten Video. Ciao.